Ja, Hallihallöchen, liebe Freunde. Wir sehen uns hier wieder bei Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper. Wir stecken hier in der Haut von unserem lieben Watson und ich muss ganz ehrlich sagen, falls ihr das gerade hört, das höre ich gerade selbst über meine Lautsprecher. Aber dies wunderschön laut ist. Es gewittert bei mir richtig schön heftig. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja? Was ist für mir? Okay. Dann gehen wir mal auf die Karte. Ja, wie gesagt, es gewittert. Und ich finde, es ist die richtige Zeit, um sowas zu spielen. Schön nachts, wo es ohnehin dunkel ist und der Himmel durch Blitze erhellt wird. Bevor ich Holmes Anweisungen befolge und Nachforschungen über diesen Lederschürzer anstelle, muss ich zur Polizeistation gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade aus Versehen auch leicht über mein Mikro gehört hat. Ja, ich habe aus Versehen über den Fernseher das mal. Gut, dann fragen wir mal den Constable. Guten Abend, Sir. Was wünschen? Ich kenne Sie. Sie waren letzte Woche hier mit Sherlock Holmes. Ja, das waren wir. So ist es. Ich bin gekommen, um Inspektor Aberline eine Notiz von Sherlock Holmes zu überbringen. Gut, geben Sie sie mir. Ich werde sie später dem Inspektor aushändigen. Aber was ich noch sagen wollte, neulich hat jemand nach Ihnen gefragt. Finlay, der Hausmeister einer zweifelhaften Pension hier in der Nähe. Sagt Ihnen der Name etwas? Ah, gut möglich. Gut. Müssen wir uns merken, wir müssen zu Finlay. Ich habe im Star gelesen, dass Sie einen Verdächtigen namens Lederschürze festgenommen haben. Sie sollten nicht glauben, was Sie in diesem Schmierblatt lesen, Sir. Nach dem Kerl wird gefahndet. Aber wir haben ihn noch nicht in die Finger bekommen. Wir sind ihm noch nicht einmal dicht auf den Fersen. Warum nicht? Ach, er verkehrt viel unter diesem Dirnengesindel und diese Mädchen kann man nur schwer zu einer Aussage bewegen. Außerdem hat er sich in letzter Zeit ziemlich rar gemacht. Jemand muss ihm dabei helfen, unterzutauchen. Ja, wo ist er denn? Und wie könnte man ihn finden? Eines dieser Mädchen müsste sich uns anvertrauen und eine genaue Beschreibung des Mannes abgeben. Und dann könnte man vielleicht Handwerker befragen, die eine Lederschürze tragen. Das Wetter ist richtig schön. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man das im Video hört. Aber die Donner sind richtig ordentlich. Und Schande, dass ich krankgeschrieben bin. So kann ich mich auch nicht zu denen einsetzen. Aber wie dem muss, sagen wir erstmal Tschüss. Also dann, guten Abend. Ich muss zu Finlays Pension gehen. Ja, das machen wir dann prompt. Oh. Schön bewölkt nach. Und draußen Gewitter. Passender geht's kaum. Oh, ups. Es streicht eine Tür. Guten Abend, Finley. Oh, guten Abend, Sir. Sind Sie nicht der Gentleman, der neulich mit dem bekannten Detektiv hier war? In der Tat, das bin ich, Dr. Watson. Ja, was wollt ihr denn? Polizei. Sagen Sie, Finley, ich habe gehört, dass Sie bei der Polizeistation nach uns gefragt haben. So ist es. Ich wollte Ihnen für neulich danken. Wissen Sie, der Herumtreiber hat sich nicht mehr blicken lassen. Ich habe sogar einen Mieter gefunden. Also jemanden, der bezahlt. Mieter, der nicht bezahlt, wäre scheiße. Sie sehen nicht besonders glücklich aus, obwohl Sie so schnell einen Mieter gefunden haben. Es ist nur, dass dieser Mann ist ziemlich merkwürdig.
Er hat für mehrere Tage im Voraus bezahlt und ich habe ihm den Schlüssel für die Unterkunft gegeben. Seitdem verlässt er jede Nacht das Haus und kommt zu einer unmenschlichen Stunde wieder. Ich bin mir sicher, er stattet den Damen einen Besuch ab. Aber jede Nacht? Und als er eingezogen ist, muss in seinem Koffer etwas zerbrochen sein. 2 Tage lang hat es auf der Treppe und in seinem Zimmer gestunken. Ich glaube, es war ein Glasbehälter. Er muss noch da drüben liegen. Ja, gucken wir uns gleich an, aber erstmal Lederschürze. Haben Sie von einem Mann namens Lederschürze gehört? Nur aus der Zeitung. Scheint ein ziemlich finsterer Kerl zu sein. Kennen Sie irgendwelche Handwerker, die so eine Schürze tragen? Die Metzger im Schlachthof, glaube ich. Aber auf jeden Fall die Schuster. Ich kenne einen, den alten Isaac Solomonowitsch aus der jüdischen Gemeinde. Seine Werkstatt ist in einer kleinen Seitengasse gegenüber vom Hospital. Er ist ein feiner Kerl und kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Aber vielleicht müssen Sie ihn aus der Reserve locken. Er ist etwas zurückhaltend. Okay. Das sollte man gehört haben. Gut, sagen wir erstmal ciao. Danke, Finley. Immer gerne, Sir. Aber was ist das denn für ein Hausmeister? Lässt er seit Tagen so eine Glasbottle auf der Treppe liegen? In der Tat ein sehr strenger Geruch. Aber in der ganzen Gegend stinkt das entsetzlich. Vielleicht weiß Finley, was in diesem Glas aufbewahrt wurde. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Sie haben recht. Der zerbrochene Glasbehälter Ihres Mieters sondert wirklich einen strengen Geruch ab. Das ist wahr. Bei seinem Beruf allerdings nicht verwunderlich. Ja, und welchen Beruf übt Ihr merkwürdiger Mieter aus? Ich glaube, er ist Arzt, so wie Sie. Dr. Tumblety heißt er. Er stammt aus dem Ausland. Vielleicht ist er Kanadier. Dr. Tumblety. Es wäre interessant, mehr über ihn zu erfahren. Ja, das wär's. Danke, Finley. Immer gerne, Sir. Gut. Dr. Tumblety. Gott nicht mal, wo wir hinwechseln. So, wir können ja mal kurz zu Lucy gehen. Der Polizist sagt ja, was das sonst mit einer... Oh, Sie sind es. Ich komme. Dr. Watson, wie geht es Ihnen? Ja, wie gesagt, der Polizist, der Constable Humphreys, sagt ja, wir sollen uns mit einer Dame anfreunden. Keiner eignet sich dazu besser als die liebe Lucy. Danke gut. Und Ihnen? Wie geht es eigentlich Ihrem Onkel? Er schläft sehr viel, aber scheint keine Schmerzen zu haben. Ihr Medikament hat wahre Wunder gewirkt. Nochmals vielen Dank. Das war doch das Mindeste, was ich tun konnte. Ja. Ich bin gekommen, weil ich mehr über einen gewissen Lederschürze in Erfahrung bringen will. Haben Sie von ihm gehört? Oh ja, natürlich. Man erzählt sich schreckliche Dinge über diesen Mann. Sind Sie ihm jemals begegnet? Ach du lieber Himmel, zum Glück nicht. Aber ich weiß, dass er viele Frauen bedroht und ausgeraubt hat, die, nun ja, in meiner Situation sind. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aber Bella weiß vermutlich mehr. Okay, wer ist Bella? Wer ist Bella? Bella Pullman, auch bekannt als Madame Bella. Sie ist die Besitzerin des Etablissements, in dem ich... Ich kann sie dorthin bringen, wenn Sie möchten. Bitte. Sag doch einfach, dass du da arbeitest. Ich bin's, Lucy. Dieser Gentleman möchte mit Bella reden. Er ist der Arzt, der mir geholfen hat. Ich muss gehen und mich wieder um meinen Onkel kümmern. Nochmals vielen Dank. Ja, dann gehen wir da mal rein. Hallo, kannst du mir helfen? Verschwinden Sie, ich traue Ihnen nicht über den Weg. Warum? Ich habe nichts getan. Na,
So. Gut. Wenn Sie sich bitte noch etwas gedulden, Madame Bella kommt gleich. Guten Abend, mein Name ist Dr. Watson. Die reizende Lucy hat mich an Sie verwiesen. Ah, Sie sind also der barmherzige Samariter, der selbstlos Ihren Onkel gerettet hat. Und jetzt sind Sie natürlich zu mir gekommen, um mir zu erklären, dass dieses arme junge Ding nicht hierher gehört und Sie sich in Zukunft um Sie kümmern werden. Wenn Sie erwarten, dass ich Sie mit Ihnen gehen lasse, dann... Deswegen bin ich nicht hier, Ma'am. Sie müssen wissen, ich bin verheiratet. Was macht das für einen Unterschied? Ja. Keine weiteren Details. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Lucy hat mich hierher geschickt, weil sie meinte, Sie können mir vielleicht Informationen über Lederschürze geben. Sind Sie Arzt oder Polizist? Ich bin Arzt. Und bei dieser Sache handelt es sich um eine rein private Angelegenheit. Ich würde diesen Mann gerne finden. Nun, wenn Sie ihn für uns loswerden, dürfen Sie sich hier eine Woche lang kostenlos vergnügen. Dieser Kerl ist uns ein Dorn im Auge. Er spioniert den Mädchen auf der Straße und durch die Bordellfenster nach. Und sobald Sie mit einem Freier fertig sind, stürzt er sich wie aus heiterem Himmel auf Sie und zwingt Sie, mit dem Geld rauszurücken. Ich selbst habe ihn noch nie gesehen, aber eines meiner Mädchen wurde von diesem Kerl überfallen. Sie sagte, dass er eine Lederschürze getragen hat und ein Messer bei sich gehabt hat. Und sein Gesicht erst. Der Mann soll schrecklich aussehen, mit Augen wie eine Ratte und einem verunstalteten Mund. Sie sagte sogar, sie kenne seinen Namen. Pyther oder Pyther, glaube ich. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo sie das Mädchen, Margie, Nussknacker heißt sie, finden können. Ich musste ihr letzte Woche kündigen. Sie weiß sicher mehr. Ja, wo ist sie denn? Warum mussten Sie ihr kündigen? Das arme Ding hat sich eine beschämende Krankheit eingefangen. Und die Symptome haben sich im Gesicht gezeichnet, wenn Sie verstehen, was ich meine. Deswegen habe ich sie entlassen und ihr noch etwas Geld gegeben, damit sie über die Runden kommt. Ich weiß nicht, wo sie sich im Moment aufhält. Bestimmt wird sie im Hospital behandelt, sofern sie noch hier in der Gegend ist. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Ha, was würden die schon tun? Wen kümmern schon die Probleme eines Straßenmädchens? Ja, uns kümmern die Probleme. Wurden Sie vielleicht auch von der Anwesenheit eines anderen Arztes beehrt? Er stammt wohl aus dem Ausland und heißt Tumblety. In meinem Gewerbe ist das nicht anders als in Ihrem, Doktor. Auch hier herrscht Diskretion. Aber Sie sind mir sympathisch und ich kann Ihnen sagen, dass mir der Name durchaus bekannt vorkommt. Und wenn Sie mir einen kleinen Gefallen tun, fällt mir vielleicht wieder etwas ein. Und was ist der Gefallen? Was für einen Gefallen kann ich Ihnen tun? Sehen Sie den Herrn dort drüben? Er ist ein reicher Künstler. Ein Maler, der hier zur Stammkundschaft gehört. Gestern ist er gekommen und hat seinen Gehstock in den Schirmständer der Empfangshalle gestellt, bevor er in eines der Zimmer gegangen ist. Als er zurückgekommen ist, war der Gehstock weg. Der Griff ist aus reinem Silber und muss ein Vermögen wert sein. Er hat damit gedroht, die Polizei zu rufen, wenn er nicht ein Jahr lang die Dienste meines Etablissements unentgeltlich in Anspruch nehmen darf. Ich sehe mich gezwungen, einzuwilligen, wenn der Gehstock nicht wieder auftaucht. Natürlich wider Willen, angesichts der von ihm gewünschten Dienste. Ja, was er sich wohl wünscht. Haben Sie die Anwohner wegen des Diebstahls befragt? Sie haben nichts gesehen und keiner von ihnen würde es wagen, einen der Kunden hier zu bestehlen. Wer war in der Empfangshalle, als sich dieser Kunde in einem der Zimmer aufgehalten hat? Ein paar Leute sind ein- und ausgegangen, aber Mary kann Ihnen sicher mehr dazu sagen, weil sie gestern am Empfang war. Ja, fragen wir mal Mary. Danke, Ma'am. Gern geschehen, Schätzchen. Ja, fragen wir es mal. Was ist mit diesem Teppich passiert? Ach, das war gestern, als unsere Kohle geliefert wurde. Ich habe zu dem jungen Mann gesagt, dass er den Eimer auffüllen soll.
Als er zurückgekommen ist, waren seine Schuhe voller Ruß und auf dem Teppich ein schwarzer Fußabdruck. Madame Bella hat gesagt, dass es meine Schuld war und hat mir einen Schilling vom Lohn abgezogen. Den Fußabdruck muss ich auch noch wegkriegen. Und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Der Kerl hat riesige Füße. Oh. Können wir uns gerade nicht angucken, schade. Ich habe gehört, dass sich hier gestern ein Diebstahl ereignet hat. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Nein, und ich war die ganze Zeit hier. Schade. Und was hat es mit dem Kuhlmann auf sich? Wer liefert die Kohle? Das ist nie die gleiche Person. Den Kerl habe ich noch nie zuvor gesehen. Schade. Haben Sie immer ein Auge auf den Schirmständer? Oh ja, also als die Kohlelieferung eingetroffen ist, ist ein Kunde aus einem der Zimmer gekommen und hat mir die Sicht auf den jungen Mann versperrt, der den Kohleeimer gebracht hat. Sie denken doch nicht, dass er sich die Situation zunutze gemacht hat? Man weiß es nie. Bis zum nächsten Mal, Miss. War mir ein Vergnügen, Sir. Oh. Da und wann. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal nochmal mit dem Künstler. Guten Abend, Sir. Guten Abend, werter Herr. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie Arzt sind? Niemand aus diesem Etablissement gehört zu meinem Patientenkreis, Sir. Ah, dann sind Sie nicht als Arzt, sondern als Mann hier. Ich verstehe. Hier ist's auch ganz nach meinem Geschmack. In diesen vier Wänden findet man die natürlichsten und definitiv gefügigsten Frauen von ganz Whitechapel. Es ziemt sich nicht für einen Gentleman, so über diese Frauen zu reden, Sir. Ja, manchen kann man es nie austreiben. Ich habe gehört, dass Sie hier Opfer eines Diebstahls wurden. Ach, ich will mich nicht beschweren. Eine äußerst angenehme Entschädigung wird mich über den Verlust dieses Gehstocks hinwegtrösten. Ja, wie sah der Gehstock denn aus? Wie sieht Ihr Gehstock aus? Er ist aus Ebenholz und ungefähr 90 Zentimeter lang. Der runde Griff ist graviert und aus Silber, mit einem Ring in der Mitte, der auf die gleiche Weise verarbeitet wurde, sowie auch die Spitze. Sollten Sie den Gehstock finden, behalten Sie ihn und sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Verstanden? Ich entschuldige mich mal für Nein. Nun, auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Oder bis zum nächsten Mal. Ja. Ein Foto? Diese Gemälde sind mindestens zweideutig. Ja. Dann gehen wir erstmal. Und gucken wir mal nach der Margie, die ja im Hospital gewesen sein soll. Hallo Doktor. Guten Abend, Doktor. Mein Name ist Dr. Watson. Erfreut, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Guten Abend. Dr. Gibbons, mein Name. Ja, kennen wir doch schon. War eine Margie hier? Ich bin gekommen, weil ich mehr über eine Patientin in Erfahrung bringen möchte. Sie heißt Margie und ist auch unter dem Spitznamen Nussknacker bekannt. Möglicherweise erhält sie von diesem Hospital Medikamente. Sie ist im horizontalen Gewerbe tätig und leidet an einer Geschlechtskrankheit. Ich weiß, wen Sie meinen. In der Tat, Margie hat Syphilis und wird mit Quecksilber behandelt. Haben Sie Ihre Adresse? Nein, und sie ist vor 3 Tagen aus London weggezogen. Sie hat sich bedroht gefühlt. Und von wem? Margie hat sich bedroht gefühlt? Von wem? Ich glaube, sie hatte vor einem ganz bestimmten furchterregenden Mann Angst, der sie vor einiger Zeit überfallen hat. Hat sie den Namen Pizer oder Pither erwähnt? Einen Namen hat sie nicht genannt. Aber sie hat den Mann mit hinterhältigen, rattenähnlichen Augen und einem verunstalteten Mund beschrieben. Ja, genauso hatte ja Madame Bella es auch schon genannt. Wusste Margie, wo man den Mann, der ihr so viel Angst macht, finden kann? Nein, aber sie meinte, dass auch eine andere Frau von ihm überfallen wurde.
Diese Frau sagte zu Margie, dass der Mann in einer Schusterei arbeitet, die von einem alten Israeli betrieben wird. Außerdem hat sie ihn wohl letzte Woche wiedergesehen, in der Nacht des großen Feuers. Wie die meisten Leute dieser Gegend ist sie zu den Lagerhallen gegangen, um das Feuer zu sehen. In der Menschenmenge hat sie dann den Angreifer wiedererkannt. Sie sagte, bei diesem markanten Gesicht könne man sich nicht irren. Sie hat den Mann im Auge behalten, während die Feuerwehr den Brand bekämpft hat, damit er nicht zufällig über den Weg läuft. Ja, dann sagen wir erstmal Tschüss. Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Aber, hier sind ja große, coole Fußabdrücke zu erkennen. Diese Fußabdrücke gleichen dem Abdruck auf dem Teppich im Bordell. Fragen wir mal nochmal Gibbons danach. Was kann ich für Sie tun, werter Kollege? Ja, was hat's mit den Fußabdrücken auf sich? Verzeihen Sie, Doktor, aber von wem stammen die großen schwarzen Fußabdrücke in der Nähe der Betten? Vom Bruder eines Patienten. Dem armen Kerl musste ein Bein amputiert werden, nachdem er mit einer Kutsche zusammengestoßen war. Aber wir konnten ihm eine Prothese beschaffen. Prothesen sind ziemlich teuer. Wie konnte sich das dieser Mann leisten? Er hat mir erzählt, dass er von einem seiner Onkel einen Gehstock mit silbernem Griff geschenkt bekommen hat. Ich habe diesen Griff gegen eine einfache Prothese mit Ledergurt getauscht. Allerdings ist dieser Griff von großem Wert und ich könnte mit dem Geld ein halbes Dutzend Prothesen kaufen, falls ich ihn auf der Petticoat Lane an den Mann bringen kann. Ja, vom Opa geschenkt bekommen, ist klar. Doktor, ich habe Grund zur Annahme, dass der silberne Griff von einem Gehstock stammt, der von dem Mann gestohlen wurde, der ihn zu Ihnen gebracht hat. Und ich glaube, dass ich weiß, wem er rechtmäßig gehört. Das hatte ich befürchtet. Die Geschichte mit dem Onkel kam mir etwas merkwürdig vor. Onkel. Nichtsdestotrotz müssen Sie für Ihre Behauptung einen Beweis erbringen. Ich zeige Ihnen alle Griffe, die wir hier haben. Wenn Sie den Griff identifizieren können, den der junge Mann mir gegeben hat, glaube ich Ihnen. Okay, dann machen wir das. Einverstanden. Eine Sache bereitet mir jedoch noch Kopfzerbrechen. Ich brauche den ganzen Gehstock und nicht nur den Griff. Keine Sorge, werter Kollege. Bauen Sie ihn doch einfach nach. Ich kann Ihnen Werkzeug zur Verfügung stellen. Nehmen Sie sich aus dem Schrank, was Sie brauchen. Dann werde ich den Ramsch endlich los. Einen Versuch ist es wert. Ich muss mir die Beschreibung wieder ins Gedächtnis rufen, die Sickert von dem Gehstock abgegeben hat. Ja. Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Dann, denke ich mal, dass es der Schrank ist. Tatsache. Und hier. Inventar aufrufen. Nicht ganz. Sickert. Da. Aus Ebenholz und 90 cm lang. Runder Griff graviert. Nehmen wir erstmal den Stock. Ich tippe mal auf diesen hier. Denn, wie hieß es schon in Schneewittchen? Die Haare schwarz wie Ebenholz. Ja, dann ein verzierter Griff mit einem Ring in der Mitte. Das Mittelteil. Und die Spitze sah auch so aus, nicht wahr? Ja. Graviert aus Silber mit Ring in der Mitte, auf die gleiche Weise verarbeitet wurde. Sowie auch die Spitze, genau. Die Spitze würde ich dann sagen, dass es so ist. Das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. Was kann ich für Sie tun, werter Kollege? Nicht gedrückt. Ich glaube, ich habe den Griff des gestohlenen Gehstocks gefunden und damit gleich einen neuen Gehstock gebaut. Ja, das ist der Griff. Dennoch können Sie den Gehstock leider nicht mitnehmen, Doktor. Der Polizei würde ich ihn geben, aber nur, wenn offiziell Strafanzeige erstattet wurde. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich Sie davon überzeugen kann, mir den Gehstock dennoch auszuhändigen? Wenn Sie... Sorry.
Ich glaube, ich habe den... Ja, das ist der Griff. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich Sie davon überzeugen kann, mir den Gehstock dennoch auszuhändigen? Yes. Wenn Sie ein Dutzend stabile, verstellbare Ledergurte für Beinprothesen beschaffen können, gehört der Gehstock Ihnen, Doktor. Okay. Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Gut, jetzt brauchen wir Beinprothesen. Das Gespräch mit dem Arzt hat zu einer wichtigen Erkenntnis geführt. Lederschürze kann nicht der Mörder aus der Bucks Row sein. Laut Margie hat dieser Schurke die meiste Zeit der Tatnacht als Schaulustiger bei dem großen Feuer verbracht. Er konnte also nicht am Ort des Verbrechens sein, als dieses verübt wurde. Dennoch geht von ihm sicherlich Gefahr aus. Ja, eine ordentliche Erkenntnis. Schon wieder. Du bist so voll. Jetzt wird man so komisch rumgehampelt. Hallo? Ich wüsste nicht, was ich diese Person fragen soll. Okay, lass mal einen Mann vor. Und gehen zu einem... Ja. Eine Schusterei. Ja, zum Schüler. Niemand hier. Merkwürdig. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen um. Wenn gerade hier keiner da ist. Ein schöner Ofen hat er. Schon alt. Oh, eine Lupe. Ich würde sagen, das sieht aus wie Pferdegeschirr. Macht ganz schön Lärm. Hat offensichtlich angefasst. Na, guten Abend, Sir. Verzeihen Sie die Störung. Die Tür war offen. Ich hätte nicht gedacht, dass zu dieser späten Stunde noch jemand arbeitet. Guten Abend, Sir. Ich habe Sie nicht kommen hören. Ja, vielleicht eine Glocke aus dem Pferdegeschirr nehmen. Apropos. Sagen Sie, bei diesen lauten Dingern handelt es sich um Pferdegeschirr, nicht wahr? Ja, so ist es. Aber ich muss Sie leider bitten, morgen wiederzukommen, Sir. Um diese Zeit ist der Laden normalerweise geschlossen. Ich habe aber noch eine Frage. Ich bin nicht wegen meiner Schuhe hier, sondern möchte mit Ihnen über einen Schuster reden. Es könnte sich dabei um einen Ihrer ehemaligen Arbeiter handeln, mit sehr bedenklichen Gewohnheiten. Arbeiten Sie etwa für die Polizei? Tut mir leid, aber ich werde mit Ihnen ausschließlich über Schuhe reden. Sehr unkooperativ. Ich arbeite nicht für die Polizei. Mein Name ist Dr. Watson. Ihr Bekannter, Mr. Finley, Hausmeister einer Pension, meinte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ah, dieser Mr. Finley ist ein tüchtiger Mann. Und wenn er Sie geschickt hat, müssen Sie auch ein redlicher Mensch sein. Also, Doktor, wer ist dieser Schuster mit sehr bedenklichen Gewohnheiten, wie Sie es genannt haben? Vielleicht Peiser? Der Mann, von dem ich spreche, heißt Peiser oder Peiser. Und soll ein furchterregendes Gesicht haben. Kennen Sie ihn? Ja, John Peiser. Er war eine Zeit lang Schuster, arbeitet aber nicht mehr hier. Wo ist er dann? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nein, und Sie werden ihn auch nicht finden. Warum? Weil er untergetaucht ist, Doktor. Vor einer Woche wurde hier in der Gegend ein schrecklicher Mord verübt. Schon bald hat sich das Gerücht verbreitet, dass er der Täter sein könnte. Man sagt, er hätte in der Vergangenheit mit Frauen zweifelhaften Rufes Ärger gehabt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Isaac, genau wegen des Verbrechens in der Bucks Row bin ich hier. Ich habe die Gewissheit und einen glaubwürdigen Zeugen, der bestätigen kann, dass Peiser unschuldig ist. Zumindest was dieses Verbrechen anbelangt, obwohl er einige Prostituierte überfallen hat. Wenn er sich nicht stellt und gegenüber den Behörden Rechenschaft ablegt, bleibt er der Hauptverdächtige für diesen Mord und muss sich weiterhin verstecken. Darüber hinaus würde er den Verdacht auch auf ihre jüdische Gemeinde lenken, weil sie ihn wohl versteckt. Und während das gesamte Polizeiaufgebot nach ihm fahndet, fehlen die Mittel, um den wahren Täter zu fassen, der noch immer die Straßen unsicher macht. Und, wer weiß das schon, sich auch jederzeit ein Opfer aus ihren Reihen suchen könnte. Wenn das, was Sie sagen, der Wahrheit entspricht,
hat sie der Himmel in unsere Gemeinde geschickt, Doktor. Ich kenne Sergeant Thick, einen aufrichtigen Polizeibeamten aus dieser Gegend. Ich werde Johns Familie raten, dass er zu ihm gehen und seinen Standpunkt erklären soll. Aber gehen Sie bitte auch so bald wie möglich zur Polizei und erzählen Sie ihnen von dem Zeugen, den Sie für glaubwürdig halten. Das werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch tun. Danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Ja, behilflich sein kannst du. Ließen sich aus Ihrem Pferdegeschirren Ledergurte für Beinprothesen machen? Verstellbare Ledergurte? Für einen fähigen Handwerker ist nichts unmöglich, Doktor. Und ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder, dann sollte ich fertig sein. Betrachten Sie es als Gegenleistung für Ihre Hilfe. Okay. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Wie Sie wünschen, Sir. Ich bin müde und will nach Hause. Aber ich habe versprochen, so bald wie möglich zur Polizei zu gehen. So, auf zur Polizeistation. Dann machen wir das. Gehen wir erstmal zur Police Station. Und los. Einverstanden? Ja. Hey, Doktor, Sie sehen müde aus. Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen. Ich habe Informationen über Lederschürze, den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. Wissen Sie, wo er steckt? Nein. Aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bucks Row entlasten. Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist. Oh, Watson, Watson. Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens, bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Everline wartet? Aber, nein. Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson. Und wie es scheint, aus gutem Grund. Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause. Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht. Und außerdem ist es eiskalt. Ah, Cradle, gerade noch rechtzeitig. Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben. Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden. Er hat wieder zugeschlagen. Wer? Der Mörder. Der Mörder aus der Bucks Row. Hanbury Street. Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, Hanbury Street. Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Das hast du doch gerade schon gesagt. Ja. Ja, wir sind hier wieder. Shirley. Und, hallo, bitte rein. Oh. Liegt sie, die gute Frau. Gut, dass Constable Chandler uns durchgelassen hat. Er hat gesagt, dass niemand die Leiche angerührt hat. Das ist die Gelegenheit, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Watson. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ja, wäre blöde. War... Das Blut ist etwa kniehoch über dem Boden. Blutspuren an der Wand. Hep, hep. Haben wir die ersten beiden. Also das können wir schon mal ausschließen. Ich glaube eher, es war das hier. Das will ich nicht. So, dann, mal die... Nun denn, Doktor, wollen wir das Opfer untersuchen? Ach, ich bin müde, Holmes. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Zustand diese Arbeit verrichten kann. Kommen Sie, Watson, wir haben nicht viel Zeit. Zeigen Sie mir, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Oh mein Gott! Bitte, Watson, reißen Sie sich zusammen. Können Sie feststellen, wann das Verbrechen verübt wurde?
Die Gliedmaßen sind kalt. Und die Leichenstarre setzt bereits ein. Ich würde sagen, der Mord wurde vor mehr als 2 Stunden begangen. Vor 4.30 Uhr. Okay, wenn du das so sagst. Ja. 2 Kämme, die auffällig geordnet nebeneinander liegen. Ja, komisch. Ein Stück grober Stoff. Jetzt ist nur... Was ist das denn noch so ein halber Brief? Ein zerrissener Umschlag. Riecht nach... Reinigungsalkohol. Der Umschlag enthält 3 Pillen. Eine nehmen wir mit. Die anderen 2 Pillen sollten der Polizei reichen. Ja. Sehen wir uns den Bauch genauer an. Oder das, was davon übrig ist. Das ist entsetzlich, Holmes. Was hat er dieser armen Frau nur angetan? Deswegen sind Sie hier, Watson. Sagen Sie mir, was dieser Mann getan hat. Der Bauch wurde vollständig geöffnet und... Oh, mein Gott! Einige Organe wurden entnommen. Sie sagen also, dass die Organe entnommen wurden, Watson? Sie wurden nicht einfach herausgeschnitten? So ist es, Holmes. Ganz im Gegenteil, das ist eindeutig das Werk eines Fachmanns. Ich hätte es nicht besser machen können. Und die Gebärmutter fehlt. Oh. Hat er ein Interesse dran, oder wie? Ich kann ja mal die Flasche aus dem Inventar nehmen. Gehen wir mal dahin. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Ja, Lupe. So am Boden ist offensichtlich nichts zu erkennen. Genau, normal. Sehen Sie sich Ihren Hals an. Was können Sie mir dazu sagen? 2 Einschnitte sind zu erkennen. Ja, und die sind doch recht tief. Ein Bluterguss. Im Gesicht des Opfers sind Blutergüsse zu erkennen. Denken Sie nicht auch? Unterhalb des Oberkiefers und auf der Wange. Auf der rechten Seite weniger. Ja, und? Die Zunge ist geschwollen. Ich glaube, das war's dann allerdings auch schon. Ich klicke hier nochmal an Sicherheitshalber alles ab. Ich glaube, das war's hier. Da was haben wir denn hier? Auf der linken Hand ist etwas zu erkennen. Oh ja, und zwar das hier. Opfer muss einen breiten Ring getragen haben oder mehrere schmale Ringe. Sie wurden gewaltsam entfernt. Dieses Detail wird uns von Nutzen sein, Watson. Dessen können Sie sich sicher sein. Was, die beste Ort hatte das Mädel auch nicht mehr. Ja, was? Das? Hier? Wie geht es weiter, Holmes? Wenn ich das wüsste. Ah, da war noch dieser was. Zaun trennt den Hof vom benachbarten Grundstück. Hanbury Street 27. Okay. Das war eigentlich gerade nur unnütz. Auf dem Boden sind keine Spuren zu erkennen. Nichts deutet auf einen Kampf hin. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten. Ja, erstmal wieder das übliche platzieren. Und ihr seht, diesmal sind schon mehr Seiten zusammengekommen. Ich füge erstmal alles ein und mache dann richtig. Und hoch. So, auf dem Boden waren weder Fußabdrücke noch Blutspuren. Das sagt uns, dass das Opfer am Fundort ermordet wurde. Und, ja, dass Andy Chapman dort ermordet wurde. Die Höhe wurde dann... Ich würde mal sagen, dass es wieder hier das war. Der rechte Hand.
Wenn wir gleich sehen, ob es die rechte war. Mhm. Linken und. Ja, dann das und. Beidhänder nicht. Rechtshänder auch nicht und Linkshänder auch nicht. Okay. Dann mit der rechten Hand und hier mit der linken Hand und Rechtshänder ist er. Okay. Zunge ist geschwollen. Das sagt uns, dass sie wie erwürgt wurde. Und, ja, das dürfte es sein. Nach dem Kopf lag ein Briefumschlag. Ich glaube, das hat sie hervorgeholt. Und sie hat ihn in der Hand. Gut. Dann Seite 2. Die Gegenstände wurden ordentlich hingelegt. Das sagt uns, dass sie sicherlich nicht da hingefallen sind. Ich glaube auch nicht, dass sie dem Mörder gehören, sondern eher dem Opfer. Und das sagt uns zum einen, dass, ja, dass das falsch ist. Dass sie durchsucht wurde. Und, der Mörder wohl überlegt vorging, in der Zeit hatte, sie durchzusuchen und ihr alles anzutun. In die Gliedmaßen, ja, vor knapp 2 Stunden. Wir heißen vor 4.30 Uhr. Auf dem ersten Glied des Mittelfingers war ein großer, frischer Kratzer zu erkennen. Nee. Ja. Und sie war es sicherlich nicht, der Mörder hatte gestohlen. Ein Schnitt streckte sich von rechts nach links, fand sich von mehreren von rechts aus ging. Nicht gerade. Ich würde eher sagen, es war das. Und ging überlegt vor, wurde es auch. Der Mörder hatte definitiv kein Messer verwendet, eigentlich. Oder mit großer Klinge? Jo, das scheint schon richtiger. Ja, er wollte sie enthaupten, so tief wie die Einschnitte waren. Die Germans, die wurde nicht rausgeschnitten, das war's. Und er verfügt über anatomische. Ich höre Geräusche auf der Straße, Watson. Die Behörden treffen ein. Es wird Zeit, dass wir gehen. Ja. Holmes hat sich schon vor Tagen in seinem Zimmer eingeschlossen. Immer sagt er das Gleiche. Ich denke nach, Watson. Sehr gut, Watson. Wie Sie meinen, Watson. Aber ich denke auch nach. So viel, dass ich nachts kein Auge zutue. Annie Chapman. Mein Gott. Ja. Mein Gott. Das stimmt. Gehen wir mal in die... Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Schusserei. Okay, dann halt nicht. Hm. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Also raus sollen wir definitiv nicht. Sherlock? Hier? Offensichtlich nicht. Schöner Schrank, aber. Oh. Hier liegt ja noch das. Holmes hat den zerbrochenen Glasbehälter von Finlays Mieter untersucht. Ich frage mich, um welche Substanz es sich hier handelt. Ich kann den Geruch nicht zuordnen. Formalin, Watson. Der Glasbehälter enthielt Formalin. Interessant, nicht wahr?
Seit Tagen warte ich selbst auf die kleinste Neuigkeit, die etwas Licht in diese Angelegenheit bringen könnte. Vergeblich. Nichts. Weder von der Presse noch von der Polizei. Vielleicht hält Inspektor Aberline Informationen zurück, ohne sich ihrer Wichtigkeit bewusst zu sein. Was ich durchaus für möglich halte. Es wird Zeit, dass Sie der Polizeistation in Whitechapel wieder einen Besuch abstatten, Watson. Und haben Sie nicht gesagt, dass Sie dort etwas zu erledigen hätten? Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie mehr über die Pille und ihre Inhaltsstoffe in Erfahrung. Aber Holmes, es ist schon spät. Und eine weitere Nacht in diesem Viertel entspricht nicht ganz meiner Vorstellung eines unterhaltsamen Feierabends. Ich weiß, Doktor, aber wir haben keine andere Wahl. Die Zeit läuft gegen uns. Nehmen Sie Ihre Pistole mit, für den Fall, dass es ungemütlich wird. Gut, wie Sie meinen, Holmes. Ja, ich würde allerdings sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.